Ungefähr sein Spiel kostet ungefähr nicht mal 80 € pro Spiegel Also oder ich so. schätze mal zwischen 100 und 200 € bist du dabei. Ja, das schaue ich dann mal. Ja, aber wie gesagt, Pro Spiegel. Ja, ja, das ist nicht. das ist eigentlich nicht viel Fläche, so ein Spiegel, aber das ist halt Rundung, ne? Die halt wegen mehr Arbeit macht. Als wenn du eine große Fläche hast. Naja, gut, das ist halt eben. Ich meine, klar, ich könnte mal auch selber Spüllack kaufen und das selber orange lackieren, aber das ist Ah, halt. du möchtest orange Spiegel haben. Ah, wir kommen der Sache näher. Weil das passt, das sieht halt ein bisschen sportlicher aus und passt im Winter zu der Radkappe. Und man sieht mich dann schon von Weitem. Das sieht man nicht so schnell Sie schon. als die orangen Seitenspiegel. Ja, aber ja, das ist auch ganz nett. Das. Ich meine, es wäre zu viel Aufwand. Das. Du müsstest dann den Lack komplett abschleifen. Ja, deine Raulack und dann erstmal weiß lackieren, dass das deckt, das Orange. Ja. Und ach, das ist mir zu viel Aufwand dann eigentlich. Müsst alles abkleben, was nicht orange werden soll. Ach, nee. Ja. Okay, Google weiter. Übrigens, ich habe ein neues RC-Fahrzeug. Aha. Das alte von Teddy ist ja kaputt gegangen. Habe ich mir jetzt über Temu kleiner ein neues bestellt. Weil No. ich habe sonst hätte ich meine Ringe nicht bekommen. No. Ja, werde ich mal schauen, eventuell probiere ich das morgen gleich mal aus, da oben bei euch. Lauf ich mal fix rüber. Oh. Wenn das gut läuft, dann hole ich mir einen 3000 Akku. Das Ding hat mich Aha. 18 Euro gekostet. Sehr gut, bei 18 €. Ey, es war schon Platz, also, ne? Zumindest bei mir. Okay, Google, Spiel Feuerschwanz. Was ist das denn? Ja, bitte mittelmäßig. Ja, lass mich raten, Musik. Ja. Gib Gas, sonst schiebe ich dich an da vorne. Ja, immer diese Drängler hier hinten. Okay. Kannst du nur. Wunderbar, das ist ein Video wert. Wo kannst du nur rum? Ja, du hast mich hinten angebumst. Ja, das haben wir ja gesagt. Wo macht er das nicht? Soll ich auf dir warten? Ja, bitte mal ganz kurz warten. Irgendwie ist hier gerade alles Motor aus. Sport an der Tankstelle, also schon auf der Straße, aber oben an der Tankstelle. So, wie war das jetzt nochmal? Wieder das Fahrzeug wieder herstellen. Genau, perfekt. Na gut, das muss ich rausschneiden dann. Nein! Was? Das Fahrzeug Die Ak wiederherstellen? Nee, die Aktion muss ich dann rausschneiden. Wieso? Weil das ist ein TikTok-Video wert. Oder beziehungsweise auch ein extra Clip für meinen YouTube-Kanal. Ach so, das meinst du mit rausschneiden. Ich habe gedacht, aus dem Video entfernen. Aber ich sag mal, wo kann man am besten ungestört noch weiter RC-Autos fahren? Da muss doch noch mehr Häuschen geben. Ist schwierig jetzt hier, zumindest nicht während der. Bitte fahren Sie vor. Normalen Zeit, wenn wir Geld noch arbeiten und so. Also, fällt mir jetzt nichts weiter großartig ein. Ah, das ist Mist.
Ja, egal. Ja, oder dann vielleicht irgendwann mal am Wochenende oder sowas. Dann Sonntag vielleicht. Sonntag muss ich arbeiten, Ja, nee, kommenden Sonntag. ich wäre eventuell einfach mal Spaß und selber einen Livestream machen über Twitch. Wobei ich ja weniger Zuschauer glaube kriege, aber man kann ja nicht wissen. Vielleicht ist es ja auch mal interessant wieder für andere Leute. Eigentlich bräuchte ich noch einen dritten Mann, der die Kamera dann führt. Aha. Warum dritten Mann? Einer fährt das Auto, einer filmt das hinten mit dem Handy oder wie meinst du Genau. das? Aha. Ja, weil wenn du jetzt auch noch mitfahrst, also wenn du dabei wärst, fährst du ja genauso mit, also. Glaube ich zumindest. Die Strecke fahre ich viel lieber, da kannst du nämlich voll was fahren. Ja. Als diese Kurvenstrecke. Okay. Sie haben die Minerals drüben, 17 Mühlen und so. Man hast ja bloß eine Vorspur. Nö, hier kannst du durchhalten. Vorsichtig, ich bremse wieder, hier vorne kommt Blitzer. Ich will mein Geld behalten. Ich weiß gar nicht, warum. Ich hab doch ein böse Bar 5. Noch irgendwas. 5 Mille? Die und glaube ich noch nicht, aber 500.000 dann in der Richtung. 500.000 kann sein, ja. Ich müsste jetzt bei mir nachgucken, aber da ist so wieder das Aufnahmeprogramm da. Weiß Nicht, nicht, was ich ja. hier im Blick habe im Weg. Also. Und da schon unterzieht er schon ordentlich. 115, 116, 17, 18, 120. Ja. Ich gehe jetzt vom Gas, ne, dass du mir nicht hinten drauf raus. Ja, ich habe schon einen Sicherheitsabstand zu dir, das ist besser. Vorne ist ja noch unsicherer. Ich fahre nie wieder vor dir. Das ist komplett und. Nee, lass mal. Warum hast du nicht wieder von hier vor mir? Ja, du bummst mich nur von hinten weg. Das geht nicht. Ah, ist ja Ah, der Typ wieder hier runter. über diese Vorurteile. Ja, immer diese Falschfahrer hier auf der Autobahn. Ich habe eine Sondergenehmigung. Aber das klang nicht gut. Ich habe eine Sondergenehmigung vom Bürgermeister und vom Polizeipräsident, dass ich hier fahren darf, wie ich möchte. Ah ja. Ja. Baum. $7.530. Wo sehe ich denn überhaupt meine An? Ich habe 63.075. Warte mal, da könnte ich mir rein theoretisch. Ich schon mal ein anderes Auto. Ein LKW, Nee, den Bus. den Bulli. Soll ich auch ein anderes Auto nehmen? Dann Nee, können wir nee, 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 gemeinsam. ich hol bloß mit dem Bus und baue den gleich um auf Schwerlast, weil da hat hier wenigstens die Tafel. Die Tafel. Ja, du willst nicht, dass ich mit dir LKW Auto fahre. Das ist sowieso unsicher. Na Ich. danke. Nein, du bist ja schon gut gefahren. Auch wenn ich in einer Situation wahrscheinlich lieber selber gefahren wäre. Aber Welche meinst du? ich glaube, das ist normal. Welche meinst du jetzt? Welche Situation? Auf der Autobahn, wo einer rübergezogen kommen und es war nicht mehr viel Platz zum Beispiel. War das so? Es war einige.
Also, wo ich auf der linken